Herzlich willkommen zu unserem Webinar vom ersten Tag an produktiv arbeiten mit DokuWare. Freut mich, dass Sie so zahlreich sich angemeldet haben und auch dabei sind. Wir schauen uns heute in einer halben Stunde an, was denn die zentralen Elemente bei DokuWare sind und wie Sie somit eben dann produktiv vom ersten Tag an arbeiten können. Ganz kurz vorab, damit Sie meine Stimme zuordnen können. Mein Name ist Aline Stirk. Ich bin Account Manager bei DokuWare und bin seit letztem Mai für die Anwenderwebinare, die wir monatlich anbieten, zuständig und bin heute aber nicht allein, sondern habe tatkräftige Unterstützung mit dabei von meiner Kollegin, die heute die Live-Demo übernehmen wird. Ivana, vielleicht willst du dich selber kurz vorstellen? Hallo zusammen, mein Name ist Ivana Blaschwitsch. Ja, und ich freue mich heute, ein Teil des Webinars zu sein. Und ja, bin gespannt. Super, perfekt. Dann vielleicht noch nebenbei für diejenigen, die das Format, über das wir präsentieren, nicht kennen. Das ist die Ansicht, die Sie bei sich jetzt sehen, so oder so ähnlich. Und wir haben sie per Standard erstmal auf stumm gestellt, einfach um das Hintergrundrauschen auf ein Minimum zu halten. Die Interaktion soll natürlich trotzdem stattfinden. Dazu gerne Ihre Fragen oder Kommentare, Anmerkungen über das Chatfenster reinschreiben. Ich werde da immer einen Blick drauf haben während der Präsentation. Im Optimalfall klären wir das schon eben währenddessen oder am Ende in der Fragerunde dann nochmal. Handzeichen, an der Stelle einen ganz kurzen Soundcheck, das bietet sich hier an. Gerne die Hand heben, wenn Sie mich klar und deutlich hören, so als Feedback für uns. Sehr schön. Super, perfekt. Ja, dann gehe ich jetzt mal davon aus, Soundcheck ist erfolgreich gewesen und wir werfen mal einen Blick auf die heutige Agenda. Ich möchte Ihnen ganz kurz unseren Client im Überblick vorstellen und dann gehen wir aber auch schon gleich in die Live-Demo rein, weil ich denke, da können Sie wirklich am meisten von mitnehmen, am meisten von profitieren. Dann fassen wir das Ganze noch kurz zusammen und dann, wie versprochen, Zeit für Ihre Fragen. So, dann geht's los mit dem Blick auf unsere Benutzeroberfläche, unsere hübsche Benutzeroberfläche. Wieso finde ich sie hübsch? Weil sie sehr viele Funktionen auf der Startseite Ihnen bietet, ohne direkt jetzt überladen zu wirken. Und wenn wir diese Funktionen mal im Detail durchgehen, dann sehen wir auch, was wir Ihnen bieten können mit DokuWare. Wir starten mit dem Briefkorb. Das ist immer so der erste Schritt, wenn wir mit DokuWare arbeiten. Wir erfassen Dokumente in DokuWare und die landen dann im Briefkorb. Der nächste Schritt wäre dann die Suche. Das heißt, da sind wir dann schon im Archiv. Also wir haben die Möglichkeit, archivierte Dokumente über diese Suche wieder aufzurufen, wann immer wir sie brauchen. Und im nächsten Schritt die Listen. Das können Sie sich so vorstellen, dass wir bestimmte Dokumente zu einer Liste zusammenfügen, die eben bestimmte Kriterien gemeinsam haben. Anwendungsfälle hierbei wären oft werden Fristigkeiten über die Listen abgebildet, dass wir sozusagen alle Verträge in einer Liste zusammenfügen, die in 3 Monaten auslaufen, in 2 Monaten auslaufen. Und über diese Liste haben Sie immer maximale Transparenz, wann Sie reagieren müssen. Also Sie haben hier rechtzeitig das Feedback vom System, wann Ihr Handlungsbedarf dann besteht. Aber genauso bei Rechnungen wäre genauso ein Anwendungsfall für die Listen, dass Sie Rechnungen, die demnächst oder zügig bezahlt werden müssen, um Skontofristen einhalten zu können. Auch das lässt sich wunderbar in der Liste abbilden. Die Aufgaben, da steckt jetzt der Workflow dahinter, der still und heimlich im Hintergrund Ihnen bereits Arbeitsschritte abnimmt und im Endeffekt Ihnen Aufgaben zuteilt, sei es jetzt, Sie müssen eine Rechnung freigeben oder einen bestimmten Prüfprozess sind Sie mit involviert, der dann eben durch die Aufgaben erledigt wird. Also das sind alles so die Anwendungsfälle, die mit dem Workflow zusammenhängen. Die Ordner, ja, wir haben auch eine digitale Ordnerstruktur in DokuWare. Das können Sie sich ja wie eine zusätzliche Darstellung des Archivs sozusagen vorstellen, weil wir das Archiv nehmen und die Ordnerstruktur, die Sie definieren, die ja so fügen wir das Archiv dann in diese Ordner zusammen. Also Sie können über die Ordnerstruktur sich eine andere Darstellung des Archivs zusammensetzen. Formulare, das gibt es jetzt seit der Version 7.3 direkt auf der Benutzeroberfläche. Schnell für Sie
zugänglich. Anwendungsfälle hier wären zum Beispiel, dass Sie ein Formular für den Urlaubsantrag Ihrer Mitarbeiter generieren oder anlegen und dem Mitarbeiter dann direkt über dieses Formular Ihre Anträge stellen können. Also die Info mitgeben können, wann wollen Sie den Urlaub, wie lange. Und dadurch kann dann durch das Absenden oder Übermitteln des Formulars wiederum Informationen abgelegt werden in DocuWare und gleichzeitig auch ein Workflow gestartet werden, der dann eben diese Freigabe, die Genehmigung des Urlaubsantrags, das Ablehnen und so weiter, der das dann eben handhabt. Punkt 7 ist auch ein wichtiger Schritt, weil da geht es dann Richtung Archivieren. Wir schieben dann die Dokumente aus dem Briefkorb über diese Ablagedialoge in das Archiv. Also Sie sehen ja auch, wir sind jetzt nicht auf ein Archiv beschränkt. Wir können mehrere Archive anlegen und zusätzlich auch mehrere Ablagedialoge pro Archiv. Das ist natürlich sehr, sehr wertvoll, wenn Sie unterschiedliche Dokumente ablegen möchten, weil die Eingangsrechnung hat natürlich ganz andere Kriterien, die Ihnen wichtig sind, wie beispielsweise Verträge, die Sie ablegen. Also hier wirklich ein sehr, sehr großer Vorteil von DocuWare, das dokumentenspezifische Ablegen. Zum nächsten Punkt, Punkt 8, das ist das Hauptmenü. Da können wir Funktionen anpassen und erweitern. Auch ein wichtiger Punkt, wenn es ums Personalisieren geht. Der Punkt 9, ich denke, das ist selbsterklärend. Das ist unser Vorschaubereich, der Ihnen eben das Dokument in groß nochmal anzeigt, das Sie gerade bearbeiten. Und die Werkzeugleiste dann links neben dem Vorschaubereich jederzeit ein- und ausblendbar, je nachdem, ob Sie es brauchen oder nicht. Im Endeffekt, das, was Sie in der analogen Welt mit dem Papier gemacht haben, können wir hier auch in DocuWare abbilden. Das ist jetzt natürlich eine sehr, sehr große Bandbreite an Funktionen, die wir hier jetzt kurz und knapp vorgestellt haben. Wir können natürlich in der halben Stunde nicht auf alles eingehen. Das heißt, wir haben uns hier Schwerpunkte rausgesucht. Ivana wird vor allem die Briefkörbe aufgreifen, aber genauso wichtig die Suche, damit Sie sich hier austoben können, sich wohlfühlen und wissen, wie Sie schnell ans Ziel kommen. Und auch das Thema Personalisieren, also wie Sie Ihre Funktionen anpassen und erweitern können, wird auch ein großer Bestandteil sein. Wenn jetzt Funktionen, die Sie hier jetzt sehen oder die, von denen ich Ihnen jetzt erzählt habe, die ich knapp angerissen habe, wenn die Sie interessieren, kann ich Ihnen nur ans Herz legen, gehen Sie auf Ihren DocuWare-Partner zu, sprechen Sie es an und finden Sie raus, ob es Anwendungsfälle gibt, die wir hier eben auch mit DocuWare für Sie einfacher oder optimieren können. So, dann bin ich jetzt soweit fertig und sage, ab geht's mit der DocuWare Live-Demo. Ivana, ich würde dir den Bildschirm geben, damit du loslegen kannst. Ja, sehr gerne. So, los geht's. Also. So, jetzt müsste man die Startoberfläche sehen. Ja, passt. Super. Perfekt. Also, wir sind jetzt auf der Startoberfläche von DocuWare, den einen oder anderen wahrscheinlich schon bekannt. Vielleicht haben Sie ja schon hier ein bisschen was ausprobiert. Ein zentrales Element von DocuWare, von uns hier, sind die Briefkörbe. Wir sind jetzt in unserem Fall Briefkorb-Eingangsrechnungen. Das heißt, hier kommen alle Dokumente an, die wir archivieren werden oder archivieren werden. Auf der linken Seite haben wir hier schon ein paar Dokumente, die wir einfach per Doppelklick uns auf der rechten Seite quasi den Vorschaubereich anschauen lassen können. Das Schöne ist, wir haben hier eine Trennung in der Mitte und diese Trennung können Sie auch ganz einfach verschieben, also je nach Ihrem Belieben. So, wie sind die Dokumente in den Briefkorb gekommen? Da haben wir generell mehrere Möglichkeiten, die Ihnen zur Verfügung stehen. Vorab aber hierzu ist zu sagen, dass Sie die entsprechenden Desktop-Apps bei Ihnen lokal installieren müssen. Und zwar, wenn wir einmal zum Hauptmenü, also neben Ihrem Benutzernamen, auf Desktop-Apps gehen, einmal Desktop-Apps installieren, läuft es vorab schon mal im Hintergrund. Und zwar, dies ist wichtig für Sie, um eine lokale Verbindung zu Ihren Anwendungen herzustellen. Und das heißt, die Desktop-Apps zu installieren, sollte oder müsste jeder Nutzer für sich selber, denn
Ja, das zielt dann nicht für Ihre Kollegen sozusagen. Und Sie sehen schon hier, hier haben wir Funktionen wie Connect to Outlook. Das heißt, dass Sie Ihre Dokumente direkt aus dem Postfach in den Briefkorb hochladen oder zum Beispiel direkt vom Scanner in den Briefkorb ohne Umwege hochladen. Also bei Ihnen schaut es jetzt ein bisschen anders aus. Bei mir ist es natürlich jetzt installiert. Einmal auf Installieren klicken. Und noch wichtig hier ist vor allem die Verbindung herzustellen. Also nochmal wieder zurück ins Hauptmenü, Desktop-Apps und einmal verbinden. Und da kriegen Sie auch hier direkt eine Meldung, dass jetzt alles geklappt hat und dass Sie die Apps benutzen können. Eine weitere Möglichkeit, Dokumente hochzuladen, ist die Import-Funktion. Das heißt, Sie können von Ihrem PC aus, Desktop aus, direkt Unterlagen per Drag and Drop hochladen. So. Jetzt sehen Sie oder haben wahrscheinlich jetzt hier bemerkt, dass sich hier was tut. Und zwar wird gerade die Rechnung ausgelesen. Das ist das sogenannte Intelligent Indexing. Das heißt, alles, was Sie jetzt hier in den Briefkorb Eingangsrechnungen hochladen, wird automatisch ausgelesen. Wir haben hier jetzt auch verschiedene Farben. Das liegt daran jetzt vor allem, die grüne Rechnung ist komplett ausgelesen worden und bei einer orangenen und roten handelt es sich um höchstwahrscheinlich neue Lieferanten, wo wir DOKUWA erstmal ein bis zweimal ungefähr einlernen müssen. Darauf gehe ich aber gleich nochmal ein, wenn wir die Dokumente archivieren. Zum Briefkorb gibt es noch einige Einstellungsmöglichkeiten, die Sie vornehmen können. Und zwar können Sie sich zum Beispiel den linken Arbeitsbereich, den Sie haben, teilen. Das heißt, Sie können sich hier einen weiteren Briefkorb aufmachen. Also wenn Sie mehrere Briefkörbe zum Beispiel nutzen. Ich habe jetzt in meinem Fall einen allgemeinen Briefkorb. Und Sie sehen, bei mir jetzt hier zum Beispiel ist das Intelligent Indexing nicht aktiviert, weil es hier um allgemeine Unterlagen geht. Und das sehr Schöne, vor allem, was Sie nutzen können, was sehr hilfreich ist, Sie sagen, ja gut, jetzt habe ich hier einen Mietvertrag, der ist ein Briefkorb Eingangsrechnungen. Das ist gar kein Problem. Sie können auch direkt per Drag and Drop in den unteren Briefkorb laden. So, in unserem Fall brauchen wir das jetzt nicht, können es hier schließen. Sie haben jetzt aber auch verschiedene Möglichkeiten, sich das alles zu personalisieren im Briefkorb. Und zwar gibt es hier verschiedene Ansichtsmöglichkeiten, Tabellenansicht, Indexkartenansicht. Sie können sich hier die Dokumente sortieren. Und das Schöne ist, Sie können sich das so einstellen, wie Sie am liebsten arbeiten möchten. Also wenn Sie sich eine komplett andere Ansicht einstellen, ist es nur für Sie am besten. Also das heißt, es wird jetzt nicht für den Arbeitskollegen übernommen. Ihre Ansicht bleibt Ihre und der Arbeitskollege kann sich seine Einstellungen entsprechend vornehmen. Genau. So. Jetzt erstmal, oder das war es jetzt erstmal allgemein zu den Briefkörben und wie Sie hier Dokumente hochladen können, wie Sie hier verschiedene Filtermöglichkeiten haben. Jetzt wollen wir aber auch unsere Dokumente ins Archiv legen, revisionssicher ablegen. Und da wählen Sie einmal die entsprechende Rechnung aus oder ein Dokument aus. Wie vorhin die Aline geklärt hat, dass wir hier unsere Ordner, also Archive haben, können hier auf Ablegen klicken, dann macht sich eine Maske auf. Wir haben hier zum Beispiel das Archiv Buchhaltung mit dem Ablagedialog Eingangsrechnungen. Das wäre eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, das ist so zum Beispiel mein Favorit, ist, dass ich mir hier die Archive direkt anzeigen lasse, denn dann kann ich die Rechnungen per Drag and Drop einfach ins entsprechende Archiv rüberziehen. Was ich vorhin mit dem Auslesen meinte, und zwar, Sie sehen jetzt hier an unserer Rechnung HugoNet, hier sind ja wirklich schon alle Daten, die für
Sie, die für uns jetzt wichtig sind, in dem Fall ausgelesen worden. Falls bei Ihnen jetzt nicht der Fall ist, also dass hier Daten fehlen, weil es ein neuer Lieferant ist, weil Sie Ihr DocuWare noch nicht eingelernt haben, ist es gar kein Problem. Das kriegen Sie ganz schnell hin, und zwar indem Sie, haben wir hier die Rechnungsnummer, einfach mit der Maustaste in die entsprechende Zeile bzw. über die entsprechende Nummer fahren. Und mit einem Klick haben Sie schon alles hier hinterlegt. Sie sehen, das ist jetzt eine kurze Nummer, aber vor allem, wenn es sich um längere Nummern handelt, ist es wirklich sehr, sehr praktisch. Da können Sie sich nicht vertippen. Also Sie haben hier immer die richtigen Daten hinterlegt. So, und einmal auf Ablegen ist schon die Rechnung im Archiv Buchhaltung. Und da kriegen Sie auch noch mal kurze Meldung. Dann wissen Sie so, ja super, jetzt hat alles geklappt oder ist alles entsprechend archiviert. Sie müssten, also auch noch mal als Tipp, Sie müssen nicht jede Rechnung einzeln ablegen, sondern Sie können direkt mehrere markieren und an einem Schlag alles direkt ins Archiv verschieben. So, was jetzt noch wichtig ist oder vor allem jetzt heute beim Webinar bei uns auf dem Plan steht, ist ja die Suche. Und da haben wir jetzt hier zwei Möglichkeiten. Und zwar einmal die Suche über unseren Button. Hier suchen wir uns auch das entsprechende Archiv aus. Hier wollen wir natürlich Buchhaltung, Eingangsrechnungen suchen. Erstens können wir hier nach jedem beliebigen Kontext suchen, den Sie hier sehen. Wir können zum Beispiel Rechnungsdaten eingrenzen, also nach einem bestimmten Zeitraum suchen. Aber mein Favorit hier ist die Volltextsuche. Das heißt, Sie können nach jedem einzelnen Wort, was sich in einem Dokument befindet, suchen. Und das zeige ich Ihnen doch gern direkt. Wir haben eine Rechnung von HugoNet abgelegt und da haben wir Server bestellt. Also suche ich jetzt und ich suche jetzt nach den Servern, tippe das ein und kriege als Vorschlag bzw. als Ergebnis die Rechnung von HugoNet. Und das Schöne ist, Sie sehen, hier unten wurde es auch direkt markiert, also wo sich das entsprechende Wort befindet. Wir sind vorhin auch bei der Einführung kurz darauf eingegangen, dass ich hier die entsprechende Werkzeugleiste versteckt. Die können Sie jederzeit auch aufmachen. Zum Beispiel hier haben wir auch eine kurze Suchmöglichkeit. Das heißt, das Wort Server in der Rechnung reicht Ihnen jetzt nicht. Sie wollen doch noch nach einem weiteren Wort hier suchen. Können Sie auch einfach über die Werkzeugleiste. So, das war quasi die moderne Suche. Gehen wir doch direkt mal zur klassischen Suche. Und zwar ist es unsere Ordnerstruktur. So, einmal aufmachen. Wir haben hier unsere Ordnerstruktur aufgebaut, also erstmal nach dem Jahr, dann nach dem entsprechenden Monat. Und da kommen wir wieder zu unserer HugoNet-Rechnung. Doppelklick machen wir die nochmal auf. Also Sie sehen, wir hatten zwei Möglichkeiten zu suchen. Und im Endeffekt sind wir durch beide Möglichkeiten ans Ziel gekommen. Also jeder kann für sich entscheiden, wie es für Sie am besten ist, am einfachsten. So, das war jetzt so der erste Teil unseres Webinars mit den Briefkörben, Archiven. Haben wir hierzu vielleicht schon Fragen, Aline? Ja, es kam schon was rein. Können wir an der Stelle gerne aufgreifen, dann kannst du es nämlich noch mal genauer zeigen. Eine Frage war, ob man den Vorschaubereich auch abdocken kann, also ob man eben dann mit zwei Bildschirmen arbeiten kann und sich so mehr Platz schaffen kann. Das können wir natürlich. Ja, das ist möglich. Hier haben wir wieder zwei Möglichkeiten. Also Sie können im Vorhinein bei den Einstellungen in Ihrem Hauptprofil entscheiden, dass immer direkt ein zweiter Bildschirm, also der Vorschaubereich, aufgemacht wird. Oder Sie können sich hier über die rechte Maustaste im neuen Viewer-Fenster öffnen. Also da haben Sie dann generell zwei Möglichkeiten, wie Sie den zweiten Bereich sich anpassen können, den Vorschaubereich.
Super, dann gab es noch eine Frage zu der Darstellungsweise im Briefkorb. Da, wie gesagt, unsere Empfehlung ist, dass Sie wirklich diesen Briefkorb, diese Briefkorbvorschau nur als, ja, als Richtwert nehmen, als Anhaltspunkt, was das denn für eine Rechnung sein könnte. Wenn Sie das Ganze vergrößern wollen, tatsächlich unsere Empfehlung, über den Doppelklick direkt im Viewer, also im Vorschaubereich, sich anzeigen zu lassen. Also die Möglichkeit, dass wir diese Karteikarten, diese Indexkartenansicht, die Sie hier sehen im Briefkorb, dass wir die nicht vergrößern können an der Stelle. Da kann Ivana, vielleicht kannst du die unterschiedlichen Darstellungsmöglichkeiten vielleicht doch nochmal kurz anklicken. Genau, wir können lediglich wählen zwischen den drei. Also ich kann es gerne auch noch mal kurz aufzeigen und die Indexkartenansicht so. Super. Dann kam jetzt tatsächlich noch was rein. Greifen wir doch gerne mit auf, wenn wir noch beim Thema Briefkörbe sind. Filtern, sortieren im Briefkorb. Das geht natürlich auch. Also hier sortieren nach haben wir mehrere Möglichkeiten, wie Sie sortieren können. Also wie gesagt, es ist einfach nach Vorliebe, wie Sie sich am wohlsten fühlen, damit Ihnen der Anfang erleichtert ist. Können Sie hier verschiedene Möglichkeiten eben auswählen. Gut, weil hier nur bei drei Dokumenten sieht man jetzt nicht direkt den Unterschied. Das ist natürlich, wenn Sie hier 50, 60 Dokumente haben, schaut's bei der Filterung, kann man sich da einiges anpassen. Genau. Ja, perfekt. Dann eine Frage, die nehme ich auch gerade noch mit auf. Kommt immer wieder. Sollten wir vielleicht am Anfang gleich mit aufnehmen. Das stimmt. Die Aufzeichnung erhalten Sie natürlich im Nachgang von uns zugeschickt. Das dauert immer ein bisschen, weil das noch im Marketingbereich landet und geschnitten wird für Sie. Und dann bekommen Sie es aber automatisch zugeschickt. Da versorgen wir Sie noch mit Infos natürlich. Ja, dann würde ich sagen, Ivana, ich glaube, wir können einen Schritt weitergehen. Super, perfekt. Ja, dann kommen wir doch schon zum zweiten Teil unseres Webinars und da gehen wir konkret auf die persönlichen Einstellungen ein. Und zwar neben Ihren Namen, Benutzernamen im Hauptmenü, können Sie hier direkt Profil und Einstellungen wählen und dann macht sich ein neues Fenster auf. Heute werden wir auch nicht auf alle Reiter eingehen, da es einfach von der Zeit her nicht reicht, aber meine Kollegin vor allem, sie veranstaltet jeden Monat ein Webinar, wo solche Sachen auch nochmal aufgegriffen werden. Ja. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel bei meinem Profil, hier können Sie Persönliches einstellen, wie Anrede, Vorname, Nachname. Aber vor allem wichtig hier die Abwesenheitseinstellungen. Das heißt, wenn Sie in einem Workflow beteiligt sind, bitte immer die Abwesenheit einstellen, wenn Sie nicht im Büro sind, denn so bekommt Ihr Vertreter oder Ihre Vertretung die entsprechenden Dokumente. Genau, sonst geht es ja ein bisschen unter, beziehungsweise wird dann nicht automatisch weitergeleitet. Also immer Abwesenheitseinstellungen anpassen, wenn Sie nicht im Büro sind. Dann haben wir hier nochmal den Reiter allgemein. Hier kann man nochmal die Sprache entsprechend einstellen. Diese, vor allem die Profileinstellungen, die Sie hier vornehmen, zählen natürlich auch wieder nur für Sie. Also auch wenn Sie sich die Sprache nochmal einstellen, ist es nur auf Ihrem Profil aktiv. Vor allem bei der Sicherheit können Sie sich hier entsprechend ein Passwort abändern, neues Passwort erstellen. Und zu den Briefkörben. In unserem Fall haben wir jetzt hier einmal Eingangsrechnungen und einmal den allgemeinen Briefkorb. Das haben Sie auch ganz am Anfang gesehen. Und wenn Sie jetzt sagen, gut, jetzt habe ich zwei Briefkörbe, aber ich arbeite nur mit Eingangsrechnungen, ich brauche den zweiten Briefkorb nicht, das ist auch gar kein Problem. Sie können sich einfach deaktivieren. Was heißt deaktivieren? Im Endeffekt ausblenden lassen. Also Sie sehen den Briefkorb dann auch nicht mehr. Aber wenn Sie den wieder bei Bedarf brauchen, dann wieder einfach übers Auge quasi aktivieren und der Briefkorb erscheint dann auch hier auf der Startseite bei Ihnen. Genau, das wäre es jetzt so erstmal von den persönlichen Einstellungen, was vor allem wir Ihnen nochmal ans Herz legen wollen.
Und zwar auch nochmal hier im Hauptmenü neben Ihrem Namen unter Hilfe und Info sind oder bieten wir ein Produkttesterprogramm an oder Idee vorschlagen. Ich klicke jetzt mal darauf. So, das haben Sie auch bei Ihnen. Und zwar haben wir hier die Möglichkeit oder wir geben Ihnen die Möglichkeit, Ihre Ideen hier einzubringen, die auch nochmal von anderen Nutzern bewertet werden können, was wir zukünftig noch in DoQueer anpassen können. Und das ist alles für Sie. Vor allem auch am Anfang, ich gehe nochmal zurück ins Hauptmenü, Hilfe und Info, haben Sie auch eine interaktive Tour, die Sie durchführen können. Also da wird Ihnen auch nochmal Schritt für Schritt alle Einstellungen bzw. alle Begriffe nochmal aufgezeigt, so rum. Genau, und das war es dann erstmal von der Live-Demo her. Super, dann würde ich sagen, wir gehen nochmal zurück in unsere PowerPoint, um das Ganze nochmal zusammenzufassen und dann auch nochmal die Fragerunde zu starten. So. Genau, der Switch, jetzt müssten Sie wieder in der PowerPoint sein. Und Ivana, vielleicht möchtest du nochmal kurz und knapp für alle zusammenfassen, damit wir uns nochmal in den Kopf rufen, was wir uns gerade angeschaut haben. Ja, sehr gerne. Also was haben wir heute im Endeffekt gemacht? Wir haben die Personalisierung Ihres Arbeitsbereiches angeschaut und nochmal hier zu betonen ist, dass diese Personalisierungen nur für Ihren eigenen Arbeitsbereich gelten, nicht für Ihre Kollegen. Sie können sich beide oder zwei Briefekörbe gleichzeitig bei Bedarf öffnen und Dokumente hier einfach per Drag and Drop verschieben. Hier ist auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass die importierten Dokumente, also die Dokumente, die in den Briefkorb hochgeladen werden, sind nicht protokolliert. Das heißt, die revisionssichere Archivierung findet tatsächlich da erst nach der Ablage statt. Und über die Volltextsuche können Sie nach jedem einzelnen Wort aus einem Dokument suchen. Super, danke Ivana für die Zusammenfassung. Ja, jetzt sind wir soweit. Wir würden nochmal die Interaktion ein bisschen anstoßen, soweit sie denn in diesem Format möglich ist, und sagen, so, jetzt greifen wir Ihre Fragen nochmal auf. Ich habe Ihr Fenster jetzt offen. Bitte sehen Sie uns nach, dass bedingt durch die Teilnehmeranzahl vielleicht nicht jede Frage jetzt hier mit aufgenommen wird. Wir kommen natürlich im Nachgang auf Sie zu und auch klären dann die Frage nochmal im Detail, wenn sie jetzt noch offen bleiben sollte. Genau, also eine Frage war noch, was denn jetzt genau der Unterschied zwischen den Archiven und den Ordnern ist. Das können Sie sich tatsächlich so vorstellen, also Sie entscheiden sich nicht entweder oder. Wir haben das Archiv in DoQueer und wenn Sie die Ordnerstruktur nutzen möchten, stellen Sie sich das Archiv vor als ein Pod, wo alle Daten drin liegen, und über die Ordnerstruktur strukturieren Sie das Archiv lediglich in einer anderen Darstellungsweise. Also ich hoffe, das war jetzt so verständlich. Ansonsten stoßen Sie das nochmal an, dann gehen wir da nochmal mehr ins Detail. Dann nochmal eine Frage, wenn jetzt Sie bei Ihrer DoQueer-Benutzeroberfläche die Aufgaben und die Ordner nicht sehen, liegt das wahrscheinlich daran, dass Sie als On-Premise-Kunde bestimmte Module, bestimmte Funktionen noch nicht erworben haben. Unser On-Premise-System ist ja wie ein Baukasten, der eben je nach Bedarf zusammengestellt wird für Sie. Und kann eben sein, dass Sie, wenn Sie die Aufgaben und die Ordner nicht sehen, dass Sie die Aufgaben dann eben, dass Sie den Workflow sozusagen nicht erworben haben. Das wäre der wahrscheinliche Grund dafür, jetzt so aus dem Stegreif. So, dann kommen hier Fragen. Einen Moment. Einen neuen Briefkorb hinzufügen. Das geht, ist jetzt allerdings, würde ich wahrscheinlich im Nachgang dann klären wollen, weil es eben ein paar Schritte sind, die man da durchführen muss. Das wird in der Konfiguration eingestellt und
Sie entscheiden dann eben auch, mit wem Sie diesen Briefkorb teilen möchten. Also Sie haben immer die Möglichkeit, eben einen persönlichen Briefkorb zu erstellen, den Sie jetzt nur für sich selber benutzen, aber eben auch diese Möglichkeit, gemeinschaftlich in diesem Briefkorb zu arbeiten, das lässt sich auch einstellen. Gibt es die Möglichkeit, an die letzten Webinare zu kommen? Ja, also wir haben zum einen die Möglichkeit, oder Sie haben die Möglichkeit so rum, dass Sie alle bereits gehaltenen Webinare auf unserem YouTube-Channel nachvollziehen können. Also da sind wirklich alle nochmal aufgezeichnet und Ihnen zur Verfügung gestellt. Falls Sie auch Kollegen haben, die da nachträglich nochmal Bedarf haben und da tiefer reingehen wollen in bestimmte Themen, da finden Sie alle Webinare von uns. Und wir haben auch, vielleicht gehe ich nochmal auch einen Schritt weiter in der PowerPoint, wir haben bestimmte Anlaufstellen. Also neben dem YouTube-Channel haben wir auch einen Ausblick auf zukünftige Webinar-Themen, wo wir auf einer Homepage alle Themen in Kürze vorstellen, damit Sie sich ja einen Überblick machen können, was für Themen für Sie interessant sind. Und auch im Produktblog wird das Ganze dann nochmal kommuniziert. Dann Volltextsuche. Da war noch eine Frage, ob man da auch mit Operatoren oder Platzhaltern arbeiten kann. Da es geht, ja, definitiv. Also wir haben bestimmte Operatoren, die wir verwenden können oder auch eben Platzhalter. Also wir arbeiten dann mit der Sternchensuche, dem Sternchen als Platzhalter. Da würde ich Ihnen das Webinar Tipps und Tricks empfehlen, das wir im Dezember gehalten haben, weil ich da nochmal im Detail auch drauf eingehe. Das finden Sie auch auf dem YouTube-Channel. Dann war noch eine Frage, wieso Intelligent Indexing im allgemeinen Briefkorb nicht aktiviert war oder eingerichtet war. Das ist Entscheidungssache. Also wir haben jetzt eben gesagt, bei den Eingangsrechnungen ist es uns sehr wichtig, weil wir da halt wirklich eine enorme Arbeitserleichterung haben, wenn die wichtigsten Informationen, auch Pflichtangaben auf der Rechnung, wenn die automatisch von unserem Intelligent Indexing Dienst vorab ausgelesen werden. Also das ist eine enorme Arbeitsentlastung für uns und deswegen haben wir es im Eingangsrechnungsbriefkorb aktiviert, aber im allgemeinen Briefkorb eben nicht, weil wir es da nicht brauchen. Also das ist komplett Ihnen überlassen. Es ist von Briefkorb zu Briefkorb eben Einstellungssache. So, dann schaue ich nochmal durch. Ordner anlegen, auch da gibt es ein Webinar dazu. Kann ich sonst Ihnen auch im Nachgang für die Person, die Frage gestellt hat, nochmal anhängen, dass Sie da nicht selbstständig danach suchen müssen. Haben wir ein Webinar, das Sie nachvollziehen können, wie das geht. So, die Fragen kommen immer noch rein, aber mit Blick auf die Uhr würde ich tatsächlich hier einen Cut machen. Damit wir nicht allzu doll überziehen. Und wie gesagt, unser Versprechen ist es, wir schauen durch die Fragen durch und kommen dann eben nochmal gezielt auf Sie zu, um auch wirklich jeder Frage gerecht zu werden. Super, dann noch den letzten Schritt. Wie gesagt, die Unterlagen bekommen Sie von uns zur Verfügung gestellt. Hier finden Sie dann auch nochmal hilfreiche Informationen, weiterführende Informationen, die Ihnen, ja, den Arbeitsalltag an der einen oder anderen Stelle doch nochmal erleichtert. Und im allerletzten Schritt, bevor wir jetzt komplett überziehen, vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit. Und ja, hoffentlich hört man den einen oder anderen im nächsten Webinar wieder. Vielen Dank für Ihre Teilnahme.